Ich bin Vanessa. Und ich bin ihre Frau Jessie. Und zusammen sind die beiden nicht nur richtig dreiste Arbeitslose, sondern für sie ist Bio auch Abfall. Also ich bin gegen Bio, weil ich finde, Bio ist irgendwas für Leute, die wirklich Öko-Fuzzis sind. Und normale Lebensmittel schmecken viel besser. Und es gibt in dieser Folge eine echte Beziehungstragödie. Die Konsole hinterlässt eine große Lücke in Vanessas Leben. Es war hart für mich, weil die PlayStation war auch irgendwo ein wichtiger Punkt hier. All das und noch einiges mehr gibt es in einer wundervollen neuen Folge der Buttergolems von Armes Deutschland. Und ich werde das Ganze natürlich auch noch kommentieren, parodieren und analysieren. Oh, und auch hier nochmal ein ganz kurzer Disclaimer. Auch Jessie und Vanessa sind natürlich jetzt nicht die durchschnittlichen Bürgergeldempfänger. Und man weiß natürlich am Ende des Tages auch nie ganz genau, was jetzt alles von RTL 2 inszeniert ist und was nicht. Unterhaltsam ist es trotzdem und deswegen schauen wir es uns jetzt auch wieder an. Hallo, ich bin Alex und am Anfang die übliche Erinnerung. Auch Armes Deutschland kann es denn voller Länge auf RTL Plus schauen. Und ja, das lohnt sich leider. Ich packe dir den Link mal ganz oben in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal an und schauen, was die beiden Buttergolems dieses Mal wieder Tolles erleben. Denn eigentlich waren die ja bis vor kurzem noch zu dritt in ihrer Wohnung. Das hat sich jetzt aber geändert. Meine Schwester ist ausgezogen. Also hier hat meine Schwester vorher gewohnt bzw. auch gehaust. Und jetzt leben wir hier wieder alleine. Also zum einen muss ich sagen, dass dafür, dass sie da angeblich gehaust hat, sieht es da ehrlich gesagt ein bisschen aufgeräumter aus als im Rest der Wohnung. Und ich finde es sogar nett, dass sie noch ein paar Süßigkeiten da gelassen hat. Und zum anderen muss man fairerweise auch sagen, dass die da sowieso hätte nie wohnen dürfen. Denn dass das überhaupt so funktioniert hat, war am Ende des Tages halt einfach Sozialbetrug. Vanessas Schwester Michaela wohnte 9 Monate bei dem Paar. Der Vermieter wusste nichts davon. Ich zahle regelmäßig meine 220 Euro Miete. Das Jobcenter weiß ja auch nicht, dass meine Schwester hier wohnt. Würden sie wissen, dass sie hier wohnt, dann würden wir auch, denke ich mal, nur noch die Hälfte an der Miete bekommen. Ja, toll, das nochmal zu sehen. Und damals haben die beiden übrigens auch tatsächlich noch gesagt, dass sie natürlich kein schlechtes Gewissen haben, während sie das Amt und damit uns alle betrügen. Super. Jedenfalls hat die Schwester sich dann aber irgendwann entschieden, diese sowieso illegalen Zahlungen nicht mehr zu tätigen. Naja, und das ist natürlich dann ein vernünftiger Grund für einen Familienstreit. Also eigentlich nicht. Aber in der Familie Buttergolem schon. Ja, die hat auch am Ende keine Miete mehr bezahlt, kein Strom, generell keine Fixkosten. Die Folge? Es ging halt einfach nicht mehr so weiter. Also für umsonst hier wohnen funktioniert nicht. Alter, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, die durfte euch doch sowieso keine Miete geben. Ihr habt euch gegenseitig nur eure Bürgergeld- bzw. Hartz-IV-Sätze illegal zugeschoben. Aber okay, das ist den beiden natürlich am Ende des Tages wie immer völlig egal. Auch wenn sie das Geld interessanterweise sogar in ihren Haushalt immer fest eingeplant haben. Kein Wunder, denn als kleine Erinnerung nochmal, die geben 400 Euro im Monat für Kippen aus. Ich finde diese Zahl immer noch unvorstellbar. Dass das Geld nicht mehr gezahlt wurde, das war schlimm in dem Moment. Ich hatte schon alles einkalkuliert und mussten sogar unsere PlayStation verkaufen. Oh nein, sie mussten ihre PlayStation verkaufen und man hat es eben vielleicht schon ein bisschen an der traurigen Musik gehört. Das ist natürlich eine echte Familientragödie und ich glaube wirklich aus Sicht der beiden das Traurigste, was in ihrem Leben bisher jemals passiert ist. Und das wiederum ist eigentlich auch verdammt traurig. Die Konsole hinterlässt eine große Lücke in Vanessas Leben. Es war hart für mich, weil die PlayStation war auch irgendwo ein wichtiger Punkt hier. Die Konsole scheint die 28-Jährige jedenfalls deutlich mehr zu vermissen als ihre Schwester. Ich finde es ja auf der einen Seite wirklich mega geil zu sagen, die Konsole hat ein Loch in ihr Familienleben gerissen. Und auf der anderen Seite ist es wirklich zum einen traurig und zum anderen ehrlich gesagt auch ein bisschen ekelerregend. Aber okay, bei den beiden ist es auf jeden Fall so. Und man muss fairerweise sagen, dass die Schwester jetzt ausgezogen ist, hat auch einen Vorteil, denn dann kann da ein anderer Mensch einziehen, der das, glaube ich, gar nicht möchte. Aber darüber müssen wir gleich nochmal reden. Das Gute ist daran natürlich, dass die Ela raus ist. Wir können jetzt daraus ein Kinderzimmer machen. Was heißt Kinderzimmer? Ja, wir haben jetzt mit der Rückführung von meinem jüngsten Kind angefangen. Du hast ein Kind? Ja, 2 Stück eigentlich. Aber nur der Jüngste kommt nach Hause. Was?
Also ganz kurz mal, ne? Bei mir ist es so, ich habe die Armes Deutschland Sachen zwar früher teilweise durchaus im Fernsehen gesehen, die beiden Mädels hier kenne ich aber gar nicht. Deswegen war das für mich jetzt wirklich komplett neu, dass die zweifache Mama ist. Was mich auch insofern ein bisschen gewundert hat, weil sie ja schon sehr lange eigentlich lesbisch lebt. Aber okay, kann natürlich alles trotzdem sein. Nur, was ich mich dann natürlich erst recht frage, ja, wo sind die Kinder denn jetzt eigentlich gerade? In einer Pflegefamilie. Und wie kommt es, dass die Kinder nicht mehr bei dir leben? Es ging halt auch überwiegend darum, ich hatte nie einen festen Wohnsitz oder sonst irgendwas und deswegen. Außerdem war ja auch noch die Sache mit den Drogen. Ja, das stimmt. Die Sache mit den Drogen? Also ich muss das nochmal ganz deutlich sagen, ich kannte diese Folgen vorher wirklich nicht und für mich ist das alles neu und ich bin jetzt wieder mal mittelgradig erschüttert, denn wir wissen ja schon, dass die beiden extremes Nikotinproblem haben. Und ich glaube, früher haben die noch regelmäßig gesoffen. Interessanterweise war das aber trotzdem noch nicht mal das Schlimmste. Ja, früher war meine Sucht mein Alkohol. Wie viel hast du früher getrunken? Zu viel. Ein Kasten Bier ging locker weg. Ja, ich bin dann morgens aufgestanden und habe direkt eine Flasche Bier getrunken anstatt einen Kaffee. Und Drogen? Ja, Drogen haben bei uns auch ein Thema gespielt. Wir haben Speed zu uns genommen. Also die beiden hatten früher keinen festen Wohnsitz, haben Speed genommen, dann haben sie gesoffen und jetzt rauchen sie nur noch ganz viel, während sie arbeitslos sind. Ja, ich sag's jetzt mal so deutlich, ich verstehe manchmal in solchen Situationen ehrlich gesagt nicht, warum das Jugendamt trotzdem der Meinung ist, dass es eine gute Idee ist, dass das Kind dahin zurückkommt. Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt, aber ich finde, hängt natürlich auch sehr von der Pflegefamilie und von den Wünschen des Kindes ab, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich gut finden soll. Jedenfalls gibt es da jetzt aber einen ganz klaren Plan. Und ich weiß übrigens nicht, ob dieses Wort, das da gleich gebraucht wird, das Richtige ist. Aber ich denke bei dem immer an abgelehnte Asylbewerber. Also er wird zurückgeführt aus dem Grunde, weil ich mein Leben stabilisiert habe. Wir jetzt fast ein Jahr verheiratet sind und das Jugendamt halt gesehen hat, okay, wir können das jetzt Schritt für Schritt machen. Leben stabilisiert? Also, wie gesagt, das ist immer eine Ansichtssache. Es ist ja gut, dass sie jetzt einen festen Wohnsitz hat, aber sie trinkt immer noch, sie raucht viel zu viel, sie weigert sich zu arbeiten, sie trennt sich manchmal von ihrer Frau per SMS. Also, ich habe jetzt persönlich nicht das Gefühl, dass das ein stabiles Leben ist. Aber die Rückführung, und ja, das heißt wohl wirklich so, soll trotzdem stattfinden. Was ich allerdings dann schon wieder nicht verstehe, ist, wenn es doch zwei Kinder gibt, wieso kommt dann nur eines? Und wie wählt man das eigentlich aus? Ich habe halt einfach nicht diese Bindung zu meinem Ältesten, wie sie eine Mutter eigentlich zu einem Kind haben soll. Diese Bindung besteht nur zwischen mir und dem Jüngsten. Es wird auf jeden Fall dem Ältesten schwer fallen. Ach so, es wird ihm also schwer fallen, aber er hat dann einfach Pech gehabt, weil er der Ältere ist und die Mutter ihn einfach nicht so liebt. Ja, das muss dieses stabile Leben sein, von dem das Jugendamt gesprochen hat. Allerdings muss man sagen, dass auch der Jüngste dann ja doch wieder ein Brüderchen bekommen soll, denn die beiden haben noch weitere Pläne. Und jetzt mache ich mich mal ganz unbeliebt, ne? Aber manchmal und in manchen Situationen denke ich mir so, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wenn es auch sowas wie einen Elternführerschein geben würde. Also natürlich kann man Menschen nicht verbieten, Kinder zu kriegen, das würde ich auch niemals tun. Aber das sind in diesem Fall auch wieder welche, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass es für die Kinder wahrscheinlich ein sehr schwieriges Leben wird. Was ist denn die andere Planung? Also unsere Planung ist, dass wir noch ein gemeinsames Kind bekommen, was ich dann austragen werde. Und es ist ja dann auch praktisch, dann sind ja auch zwei Kinder hier. Genau, wenn das eine Kind nicht passt, macht man einfach ein neues. Also zumindest höre ich das ein kleines bisschen so raus. Aber ich muss es nochmal sagen, ich verstehe an dieser Stelle das Jugendamt nicht. Man darf natürlich nicht vergessen, das ist nur ein TV-Ausschnitt, es ist dramatisiert und nicht alles, was da gesagt wird, muss jetzt automatisch zu 100% stimmen. Ich weiß allerdings, ich bin ja ehemaliger Grundschullehrer, dass es wirklich solche Fälle gibt. Und manchmal wünsche ich mir vom Jugendamt ehrlich gesagt ein bisschen mehr Härte. Aber gut, ich bin wahrscheinlich wieder der Einzige, der so denkt. Die beiden Mädels sind jedenfalls der Meinung, das hätte das Jugendamt alles noch viel einfacher machen müssen. Also das Jugendamt hat uns wirklich viele Steine in den Weg gelegt. Also es war ja die Situation erst, weil wir die offene Küche auch haben, hat das Jugendamt halt erst gesagt, das wäre zu gefährlich. Aber wir haben ja extra auch zwei Kühlschränke, wo man halt auch Pudding oder so für den Jungen reintun kann, damit er auch selber an den Kühlschrank kann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, aber war jetzt das größte Bedenken des Jugendamts wirklich, dass das Kind keinen eigenen Kühlschrank hat, an den es mit 3 Jahren rangehen kann, um sich einen Pudding zu holen?
Ich hoffe nicht. Und mal so ganz abgesehen davon, warum sollte sich ein Dreijähriger eigentlich ausgerechnet einen Pudding holen? Also ja, Süßigkeiten gehören natürlich zum Leben mit dazu, aber was Gesundes wäre schon irgendwie geiler, oder? Gerade wenn das Kind sich selber bedienen kann. Unser Sohn ist noch bei einer Pflegefamilie und da wird er nicht sehr gut ernährt. Er wird ernährt mit Sojaprodukten und Bioprodukten und das finde ich, das braucht kein Kind. Bist du gegen Bio? Ich bin gegen Bio. Bio ist für mich Abfall. Falls du übrigens die legendäre Frauentauschfolge mit Nadine The Brain Erdbeerkäse nicht mehr kennen solltest, ich verlinke sie dir da oben und die musst du dir angucken, wenn dir dieses Video hier gefällt. Das nur mal so ganz kurz nebenbei. Und auch das erschüttert mich ehrlich gesagt schon wieder, weil klar, man kann ja Bioprodukte vielleicht ablehnen, weil sie zu teuer sind. Aber am Ende des Tages sind die doch einfach meistens qualitativ einfach nur besser und gesünder, oder nicht? Also ich bin gegen Bio, weil ich finde, Bio ist irgendwas für Leute, die wirklich Öko-Fuzzis sind. Und normale Lebensmittel schmecken viel besser. Was ich an dieser Stelle übrigens überhaupt nicht verstehe, ist, dass Bio-Lebensmittel jetzt auch nicht immer unbedingt besser schmecken. Aber mir fällt jetzt auf Anhieb gar nichts ein, wo das Bio-Pendant schlechter schmeckt als das andere. Keine Ahnung, wie eure Meinung dazu ist. Aber okay, ich bin sowieso mittlerweile mittelgradig sprachlos. Auch ein bisschen darüber, was die beiden denn eigentlich sonst so essen. Denn tatsächlich essen sie durchaus auch gesunde Dinge. Weil das ist immer so anstrengend. Ich meine, ich esse ja Gemüse, aber manchmal bin ich zu faul, Gemüse zu essen. Also. Dann lieber Energy Drinks für drei. Ja, dann lieber ein Energy Drink. Ne? Genau, eine Gurke zu löffeln ist nämlich wesentlich anstrengender als Pommes. Das habe ich zwar auch noch nicht gewusst, aber trotzdem ist es irgendwie so. Eine kleine positive Sache gab es dann allerdings doch noch. Denn, das muss man ja sagen, die beiden haben eine relativ kleine Wohnung und wenn sie die jetzt mit einem Kind teilen, dann bedeutet das gewisse Einschränkungen. Und da sind sie dann immerhin auch bereit, diese Einschränkungen eingehen zu wollen. Das ist aber auch das einzig Positive. Wo werdet ihr denn schlafen? Wir werden auf dem Sofa schlafen, weil das Zimmer dann nur für den Kleinen ist. Und wir brauchen ja eigentlich kein eigenes Zimmer. Also für ihn geben wir praktisch unsere Privatsphäre auch auf. Schön. Also tatsächlich ist das ja oft so, dass man in der Kindererziehung manchmal die Erwachsenenbedürfnisse ein bisschen zurückstellen muss. Und wenn sie das können, dann ist das ja irgendwie gut. Das, was sie allerdings danach dann mit den Möbeln vorhaben, das lässt mich schon wieder an allem zweifeln und ich möchte jetzt gar nicht hier der uralte Boomer sein, der sagt, dass man irgendwie seinen Kindern unbedingt Medien verbieten sollte. Aber mit 3 Jahren braucht man das, was die vorhaben, noch nicht. Den Fernsehtisch, den können wir lieber hier in die Ecke stellen. Wollt ihr einem 3-jährigen Kind einen Fernseher ins Zimmer stellen? Ja, also er bekommt einen Fernseher ins Zimmer. Ich wurde auch früher so erzogen und mir hat es auch nicht geschadet. Ich bin da anders eingestellt, also für mich ist das irgendwie, gehört dazu. Vanessa, wenn ich mir dein gesamtes Leben anschaue, ja, dann hat es dir auf jeden Fall sehr geschadet und uns allen ehrlich gesagt auch. Oh mein Gott, ich weiß schon wieder nicht, was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung, am besten gucken wir einfach mal weiter, denn es ist ja schön, dass die beiden da jetzt schon so viel planen. Allerdings haben sie die Sachen ja gar nicht und sie haben auch kein Geld, das zu besorgen. Aber kein Problem, denn es gibt ja einen imaginären Geldautomaten, der ihnen was drucken kann. Wir wollen einen Antrag beim Jobcenter stellen. Für den Kleinen. Was wir halt noch benötigen für ihn, damit er hier einziehen kann. Das Paar bezieht momentan rund 1.200 Euro Hartz IV im Monat, inklusive Miete. Und hier muss ich natürlich sagen, dass ich es sehr gut und auch wichtig finde, dass es eine Erstausstattung gibt. Natürlich auch für Kinder, denn gerade Kinder sollten ja nicht darunter leiden, wenn die Erwachsenen keinen Job haben. Was ich dann aber doch wieder schwierig finde, ist, dass die Erwachsenen in diesem Falle, obwohl sie jetzt hier ein Kind erwarten, sich keinesfalls darum kümmern wollen, dass die finanzielle Lage der Familie irgendwie besser wird. Eher im Gegenteil, die nutzen das Kind gleich mal als Ausrede. Ich habe jetzt auch vom Jugendamt so einen Brief bekommen, dass ich halt vorerst auch nicht arbeiten gehen kann, wegen der Rückführung. Damit wir auch die Sachen jetzt für den Kleinen beantragen können. Jessica hat seit 7 Jahren keine Lust zu arbeiten. Der Brief vom Jugendamt kommt ihr da sehr recht. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen traurig, weil natürlich bei einem 3-Jährigen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass erwachsene Bezugspersonen im Haus sind. Und ich bin auch tatsächlich eher ein Freund davon, ein Kind häuslich zu erziehen, als es jetzt im möglichst jungen Alter direkt in die Kita zu stecken. Aber trotzdem wäre es ja ganz gut, wenn auch zumindest irgendjemand in dieser Familie ein Einkommen beiträgt. Und stimmt, wenn die Mama nicht arbeiten kann, dann kann ihre Frau das doch eigentlich schon. Theoretisch. Ja, ich könnte arbeiten gehen, wäre auch dann
mit dem Kleinen auch eigentlich eine finanzielle gute Lage. Aber ich persönlich gehe definitiv nicht mehr arbeiten. Also ich habe es gesehen. Und für diesen Mindestlohn mache ich mir nicht wieder die Finger schmutzig. Ach so, sie geht nie wieder arbeiten. Und das kann sie in ihrem Alter natürlich auch schon absolut festgelegt sagen. Und das bedeutet dann übrigens im Umkehrschluss, und ja, ich mache jetzt an dieser Stelle nochmal ganz bewusst schlechte Laune, dass der Staat in Zukunft für sie noch ungefähr knapp 300.000 Euro investieren muss, weil sie ja selber nichts dazu beitragen will. Habe ich das richtig verstanden? Arbeit ist für mich endgültig abgeschlossen. Ja. Aber Claudia ist ein gutes Vorbild für so ein Kind? Nein, aber ich persönlich habe ja meine Erfahrungen gemacht und ich gehe für das bisschen, was ich verdient habe, gehe ich definitiv nicht mehr arbeiten. Mir fehlen die Worte. Ich hoffe sehr, dass du mir ein bisschen helfen kannst, weil ich bin wirklich sehr auf eure Meinung zu dieser Folge in den Kommentaren gespannt. Die nächsten Folgen werden dann übrigens wieder ein bisschen lustiger, aber ich bin auch ganz ehrlich, die hier fand ich einfach nur richtig doll traurig. Mal von der Sache mit der PlayStation abgesehen, die war vielleicht ein bisschen lustig. Wenn du noch mehr Folgen sehen willst, würde ich mich jetzt noch sehr freuen, wenn du kostenlos meinen Kanal abonnierst. Und ganz, ganz wichtig, wenn du Lust auf Merch hast, gibt es endlich wieder in meinem Merch-Shop eine ganze, ganze Menge. Unter anderem diese tollen Zipper, es gibt Kappen, coole Kissenbezüge, Becher und alles mögliche mehr. Ich packe dir den Link ganz oben in die Videobeschreibung und ich habe tatsächlich gerade in letzter Zeit mal wieder sehr viele positive Sachen über die Qualität gehört. Würde mich sehr freuen, wenn du vielleicht ein bisschen Onion Dog bei dir zu Hause hast. Und streng genommen musst du das jetzt sowieso wieder tun, denn sonst musst auch du bald bei dieser Familie als Kind wohnen. Und das willst du, glaube ich, wirklich nicht.